Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem kurzen Tools for Gents Video hier aus dem Lager. Heute Abend fällt die Tea Timer aus, weil ich unterwegs bin. Darum hier mal kurz aus dem Lager was. Ich habe hier auf meinem privaten Kanal ein Video hochgeladen, in dem ich gezeigt habe, wie ich zukünftig meine Tools dann führen kann. Wenn ich dann auch mal vielleicht Bock habe, einen Einhandfolder dabei zu haben oder so, kann man da ja wunderbar das eben in einem abgeschlossenen Behältnis dann transportieren. Das ist ja dann nachher, taucht es ja wohl hoffentlich dann auch so im endgültigen Gesetz überall auf. Dann ist man nicht auf der sicheren Seite. Dazu wollte ich euch hier, wenn wir schon hier sind, ein paar Sachen zeigen. Nämlich bei den Vanquest Huge Maximizer. Die haben ab dieser Größe hier, die habe ich ja schon vorgestellt gehabt. Das sind die EDCM Slim 2.0. Die haben dann eben diese Reißverschlüsse, wo man ein Schloss durchziehen kann. Also diese Größe kannst du dann eben wunderbar schon abschließen. Die gibt es in Coyote, die gibt es in Schwarz, die gibt es in Grau. Und es gibt sie sogar, wenn man es ein bisschen auffälliger braucht, vielleicht fürs Outdoor-Set oder sonst was, oder ihr habt noch Rotkreuzzeug dabei, in Knallerot, ne, mit den abschließbaren Reißverschlüssen. So, dann ist natürlich super prädestiniert. Ihr seht es jetzt gerade nicht. Junior trägt auch gerade ein. Hier die Vanquest Bauchtaschen, die Dendrites. Die haben dieses Feature natürlich auch alle. Das ist natürlich dann hier super, ne? Dendrites Small Waist Pack. In, was ist der, das Erik? Das ist der schwarze, gell, in Schwarz. Die kann man natürlich wunderbar umhängen. Die haben auch diese Reißverschlüsse mit den zwei Ösen, wo man wunderbar ein Schloss durchziehen kann. Ne? Das ist der kleine, ja genau. Du hast es nämlich auch schon dran. Kannst mal filmen. Genau, siehst du, hast es drauf. Hier, ne? Da kannst du wunderbar ein Schlösschen nachher durchziehen. Und bist auf der sicheren Seite. Dann haben wir die hier, diesen coolen Grau. Oder was ist denn das? Shadow Grey, genau. Ebenfalls Small Dendrite. Sehr gut. Hier haben wir einen, was war das? Das war der schwarze. Hier haben wir in, das ist auch nochmal schwarz. Haben wir viele, das ist auch cool, dieses Night Camo, oder? Dendrite Waist Pack, Multicam Black, genau, Multicam Black. Und hier habt ihr auch immer noch, gut, man wird es schlecht sehen durch die Folie, auch die abschließbaren Reißverschlüsse. Das ist hervorragend. Was haben wir hier? Hier haben wir eine große. Wenn er sagt, okay, ich habe mal ein bisschen größeres Zeug dabei, da passt auch noch eine Kamera rein, ne? Also da könnt ihr wirklich EDC machen, ne? Das ist der Dendrite Large Waist Pack. Der Large Waist Pack. Der hat natürlich auch hier schön die Schlösser, die Reißverschlüsse mit den beiden Ringchen gleich dran aus Metall, wo ihr auf jeden Fall was durchziehen könnt. Das ist schön im Jeansstoff. Hier haben wir nochmal großer. Oh, cool. Das ist auch der Large Dendrite in diesem coolen Multicam Black. Und ebenfalls mit den Security Reißverschlüssen. Ne? So, das wäre auf jeden Fall wieder eine weitere Möglichkeit, dass ihr euer EDC verschlossen dabei habt, entweder mit so einem Maximizer oder mit so einem Dendrite. Cool. Sag ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu einem neuen Video hier von toolsforgents.com. Macht's gut, bye bye. Wir haben noch ein Produkt vergessen, weil die woanders liegen. Hier die Schoko-Serie, ebenfalls neu. Die haben hier sogar noch eine Tragelasche. Haben auch neues Gurtsystem, das man hier einfacher wegmachen kann. Ja, könnt auch komplett wegmachen auf beiden Seiten. Und hier haben wir natürlich auch die Spezialreißverschlüsse, welche wieder für das Schloss können. Und die sind nochmal stärker wettergeschützt. Wir haben hier die wasserfesten Reißverschlüsse. Das Material ist wasserweißend und hier oben haben wir noch eine riesengroße Klettfläche. Da könnt ihr noch ein bisschen eure Patche anbringen und im Notfall ist fast noch das elegante Männerhandtäschchen, ne? Die Teco 4 Serie Slingback. Auch noch ein kleiner Tipp. Das Logo, hier sieht man es. Es gibt eigentlich zwei Logos. Einmal das Vanquest Logo und einmal das Vanquest Logo mit dem Rhino. Und die Logos, wo dann der Vanquest Rhino mit drauf ist, die sind dann aus einer etwas anderen Serie, die eben dieses Feature
zum Verschließen haben. Also hier auch noch eine weitere Möglichkeit, ein EDC am Mann zu haben, mit abschließbar und hier sogar in einer wetterfesten Ausführung. So, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch weitere Produkte hier bekommen und demnächst kommt ja dann auch noch der neue Midgards Messer Tools for Chance Slingback Rucksack. Da ist natürlich auch das Feature vorhanden, das Ding abzuschließen und dann seid ihr da in Zukunft safe unterwegs. So, okay, jetzt zurück ins Studio. Ciao.